Sonst sieht man dann so aus wie dieses fette Schwein. Entschuldigung, Sie müssen schnell auf die Seite sein. Was ist denn der Unterschied zwischen Zucker und Crack? Fragen sich manche Leute. Ganz einfach, Crack schreibt man mit C. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Das ist wunderbar, Senor. Hallo, darf ich Sie was fragen? Natürlich. Wie viel vor so einer Messe muss man denn aufhören, Süßigkeiten zu essen? Am besten man fängt schon 3 Wochen davor an. Sonst sieht man dann so aus wie dieses fette Schwein. Entschuldigung, Sie müssen schnell auf die Seite sein. Das fette Schwein, meine ich da. Schwarzer Zucker. Schwarzer Zucker. Ist das gesünder oder weniger gesund? Auf jeden Fall gesünder. Können Sie das noch mal sagen und dann so in die Kamera zwinkern? Okay, auf jeden Fall gesünder. So, oder? So, also so ganz, machen Sie mit beiden Augen. Sagen Sie, schwarzer Zucker ist auf jeden Fall gesünder und dann einfach mit beiden Augen zwinkern. Ist auf jeden Fall cool. Schwarzer Zucker ist auf jeden Fall gesünder. Manchmal trügt der Schein. Und selbst Leute, die zu schwer wirken, sind eigentlich gar nicht übergewichtig. Es sind eigentlich sehr, sehr schlanke Personen, gefangen im Körper von sehr, sehr dicken. Das nennt man auch Transfette. All you need is chocolate. Würden Sie das auch zum Beispiel einem Kind aus Syrien sagen? Ja, klar. Und wie soll das dann reagieren? Zucker, man braucht auch Zucker. Ein etwas unkonventioneller Schokobrunnen, inspiriert an den ehemaligen Toiletten des antiken Roms. Und im Herzen immer noch einmal Amor, das ist wunderbar, Senor. Ja, das ist also der erste Cookie, der jetzt in den Markt kommt mit Guarana. Und das ist natürlicher Koffein. Das heißt, wenn Sie 2 von diesem wunderschönen Cookie essen, dann haben Sie so viel, wie wenn Sie eine Dose Energy Drink trinken. Aber das nehme ich dann ganz normal oral ein und nicht irgendwie so zerbröseln und mit der Nase. Nee, das nehmen Sie so ein, wie Sie normalerweise Ihre Nahrung aufnehmen. Ich weiß nicht, wie Sie das sonst machen, aber wenn Sie es so machen, wie Sie es sonst machen, haben Sie genau den richtigen Weg. Makes it less easy to get tooth decay. You sound so professional. Are you a child or are you just a very small adult? I'm 10 years old. 10? That's so young. Thank you. It's not a compliment, it's just a fact. Sie sind unglaublich hässlich. Was ist denn, wie sehen Sie denn ohne dieses Kostüm aus? Noch hässlicher. Können Sie auch so was Praktisches wie zum Beispiel eine Insulinspritze modellieren? Insulinspritze? Etwas Spezielles, aber wir machen das. Aber zum Glück ist Diabetes nicht das Einzige, was man hier mitnehmen kann. Und damit zurück ins Studio. Was denn? Ich übe mein Arschgeigen-Solo. War doch versprochen. Ihr könnt ja in der Zeit den Kanal abonnieren.